Sehr geehrter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrter Bauminister Seehofer. Ich habe mir ja echt überlegt, ob ich mich einfach hier nach vorne stelle und nur mal die Expertengremien, die Wissenschaftler, die Forschungsinstitute aufzähle, die die Wohnungs- und Baupolitik von CDU, CSU, SPD für nicht ausreichend, nicht zielführend oder vielleicht sogar schon als gescheitert betrachten. Da wurde mir aber schnell klar, dass die 2 Minuten Redezeit, die ich habe, dafür gar nicht reichen. Also konzentrieren wir uns auf das Wesentliche. Sie beschreiben ja im Koalitionsvertrag, dass die Problemstellung noch richtig. Wir brauchen mehr Wohnraum. Aber Sie machen dann eine Politik der Wohnungsbauverhinderung, das nennen Sie auch noch Mietpreisbremse, oder eine Politik der nutzlosen Wahlgeschenke wie das Baukindergeld oder einer Sonderabschreibung für die Bauindustrie, die nicht mal der berühmte Tropfen auf den heißen Stein ist. Wer also die Diagnose richtig trifft, uns fehlt mehr Wohnraum, wir brauchen mehr Wohnraum, um die Mieter zu schützen, für den kann die Bau- und Wohnungspolitik nur heißen, wir müssen mehr bauen, wir müssen schneller bauen und wir müssen günstiger bauen. Das heißt, den Flaschenhals Bauland abschlagen. Da passiert nichts, meine sehr geehrten Damen und Herren. Sie reden immer von Ihrem Baugipfel. Aber alles, was da kommt, alles, was da hört, da passiert nichts. Sie machen zurzeit genau das Gegenteil. Wir brauchen steuerliche Unterstützung zur Aktivierung von Bauland. Wir müssen den Flaschenhals in der Baubranche abschlagen. Da hilft keine Sonderabschreibung, sondern da hilft nur Planungssicherheit, indem wir die lineare AFA von 2% auf 3% erhöhen. Wir müssen entbürokratisieren, wir brauchen einen Baukosten-TÜV. Wir müssen diese 20.000 Regeln und Normen im Bau endlich in den Griff bekommen. Sehr geehrte Damen und Herren, für gute Ideen sind wir zu haben. Die kommen aus Ihrer Seite leider aber selten. Sehr geehrte Damen und Herren, die Mutter aller Probleme ist die Politik, die nicht hält, was sie verspricht, die auf Schaueffekte setzt und auf Mangelverwaltung setzt. Aber was ich selber viel schlimmer finde, ist der Vater aller Probleme. Der Vater aller Probleme ist eine Politik, die halsstarrig auf gescheiterten Positionen beharrt, obwohl sie weiß, dass sie falsch ist. Vater aller Probleme ist eine Politik wider besseren Wissens. Deswegen lassen Sie uns gemeinsam die Bau- und Wohnungspolitik von vorne anfangen. Wir als Service-Opposition stehen da zur Verfügung. Vielen Dank. Nächster Redner ist der Kollege Klaus-Dieter Gröhler, CDU-CSU.